Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge One Last Night. Nee, One Long. One Kuschling Nanny. Und ich habe nochmal von vorne angefangen, da wir ja immer durch den Boden gefallen sind. So, also wir saßen jetzt hier und es ist immer noch nichts in den Schränken. Können wir das Radio vielleicht auf die Entfernung irgendwie bedienen? Nö. Das Telefon geht auch nicht. Wo ist eigentlich der Kaffee? Haben wir den gerade. Guck mal, der ist total leer. Heißt das, wir haben den gerade ausgetrunken, quasi während wir uns erschrocken haben? Ja. Warum haben wir jetzt einen Kugelschreiber in der Hand? Und warum haben wir einen Gummidaumen? Der Drucker arbeitet doch die ganze Zeit, ich spinne doch nicht. War die Tür schon immer zu? Ach nee, wir hatten die ja. Das ist nicht passiert. Nothing happened. Stimmt ja, falls euch wundert, dass einige Türen hier zu sind. Ich bin einfach mal direkt zum Kaffee holen gegangen diesmal. Eigentlich will ich da nicht rein. Keine Angst, wir haben noch einen Kugelschreiber. Da ist einfach mal ein Schlüssel im Klo. Können wir jetzt irgendwie einstecken? Robert's Key. Ah, wir können jetzt ins Nachbarbüro also rein. Ich frage mich immer noch, wofür dieser Kugelschreiber ist. Die Frage ist auch, wer spielt hier mit uns? Können wir hier irgendwas an die Wand kritzeln? Ach komm, hier druckt doch irgendwer auf Firmenkosten, das weiß ich doch, ganz klar. Das Licht hier erstmal, wir sehen ja gar nichts. Was? Devil in Whale? She's coming closer, a ghost, the devil? Robert Shaw had some demons. What the hell is he talking about? Ah, Licht an. So. Please log in. Scheiße. Geht das hier auch? Me? Oh, bad login attempt. Oh, schon mal ein Ouija-Brett. Was aber ist Ouija? Das ist dieses, oder Ouija-Brett, keine Ahnung. Das hier ist auf jeden Fall zu. Weil die Leute, die meinen, sie müssten stören, wenn die Arbeitszeiten vorbei sind oder Pause ist. Vor allem, ich kann gar nicht rangehen. Das ist, ach nee, das ist wahrscheinlich gar nicht das Telefon hier. Ist das... Oh. Hä? Ist die Tür besessen? Ist unser Telefon? Ja. Ja, was denn? Immer diese obszönen Anrufer. Ich finde das geil, Webdesign für Dummies. Und WordPress-Buch. Also er ist quasi Content Manager. Waren wir vorhin schon die ganze Zeit eingeloggt? Mm. Nee, von dem Bild sieht das irgendwie aus, als wären wir da feiern. Ganz im Ernst, was bringt uns dieser komische Bleistift, dieser komische Kuli hier? Was müssen wir vor allem jetzt tun?
Und wer sieht uns eigentlich? Okay, geht der Stift in die Wand. Okay, also wir müssen es irgendwie schaffen, rauszukommen. Wir brauchen also den Schlüssel vom Roberts. Von Roberts Schreibtisch quasi. Diese kleinen Geräusche sind das, was ich gruselig finde. Okay, eigentlich waren wir hier ja schon überall. Hat sich jetzt irgendwas verändert? Gucken wir mal rein. Hä, sah der Raum schon immer so aus? Oder war der immer schon offen? Da waren wir doch vorhin noch nicht drin, oder? Irgendwie kommt er mir. Kann man es irgendwie hier unten hin was aufmachen? Nee. Aber hier können wir auch gar nichts machen. Ist einfach nur ein sehr komisches Büro. Au! Es war gruseliger, was du gemacht hast, als der Stuhl. Ist jetzt hier in dem Büro alles automatisiert? Oh, mal Besteck. Zuckeritas. Und was ist das Von hier? Kelix. Bon Güter. Lady Grey Tea. Ist quasi Earl Grey Tea, nur einfach mal. Ah, oh, echt. Diese automatisierte Kacke, dass man immer wieder alles dann wieder zurückmachen muss. Was hat denn hier so gekloppert? War das immer das Zugehen der Türen? Oh, Pizza. Echt, die Pizza sieht doch ziemlich eklig aus. Der Burger sieht doch eigentlich ganz okay aus. Und diese komische graue Dose. Aber wir haben ja leider keine Hand frei. War da schon immer so ein roter. Dieser Ballon. Der kommt mir auch neu vor. Oh. Ah, den hätte ich doch bemerkt vorhin, wenn der da schon gewesen wäre. Das Gruseligste an dem Spiel ist die Steuerung. Warum ist der Ballon jetzt eine schwarze Frau geworden? Und wer ist das? Ist das unser Puls? Also warum? Und der Witz ist, eben hatten wir noch den Stift in der Hand. Und sobald wir auf den Ballon klicken, ist der Stift weg gewesen. Who's there? Doch gerade irgendwas verschoben. Dieses Knacken immer. Das Klacken. Okay. Jetzt ist die Frage, müssen wir zurück? Und wo ist diese schwarze Dame hin oder hergekommen? Wir haben ja eigentlich nichts mehr erreicht. Wir haben jetzt immer noch keinen weiteren Schlüssel oder sonst was. Der Vorteil ist wirklich so, es ist ja eigentlich, es gibt ja gar nicht viele Räume, ne? Also, es kann hier. Was ist das? Dann steht sie. Die Frau. Und ich weiß irgendwie nicht, was das ist jetzt. Wir müssen uns verstecken, glaube ich, hieß es doch. Oh Gott, ich habe mich hingesetzt. Verstecken. Warum sehe ich das nicht? Da, halt. Halt. Bin
das jetzt besser? Jetzt hat's aufgehört. Ganz im Ernst, ich finde, das ist hier echt verdammt schwer, sich zu verstecken. Hast du ja gesehen, ich setze mich eher auf den Stuhl, als dass ich mich Ja. verstecke. Sie stand hier vorne. Ich sehe das jetzt, das ist so leicht grisselig. Das heißt, anscheinend verfolgt uns hier irgendwas, was mit dem Robber zu tun hat. Und es ist anscheinend pisst. Nani, du machst das Ganze überhaupt nicht leichter. Aber hier im Klo ist doch jetzt nichts mehr, oder? Ist hier vielleicht auch noch ein Schlüssel drin? Wer weiß, dass die alles wegspülen. Okay. Wir müssen irgendwie bei dem Robert weiterkommen, denke ich mal. Oh Gott, wir können eine Sekunde sprinten. Und danach müssen wir erstmal wieder eine Viertelstunde aufladen, habe ich das Gefühl. Ganz im Ernst, die Nanny macht die Effekte gruseliger, als sie hier sind. I hear her knocks on the door. She's coming closer, a ghost or the devil in veil? Das Okay. haben wir doch eben schon gehabt. Abyss, please log in. Ist es Abyss? Echt? Wir müssen gucken, dass wir irgendwie an die. Ach, warte mal, da ist doch was. Check my drawer. R. It's a note. Picked a note from Robert. My drawer? Was ist denn sein Drawer? Ah. She has done very bad things. Also, wen auch immer er meint. Das ist wahrscheinlich die lustige Frau, die uns verfolgt. Und sie hat sehr böse Dinge getan. The light is your friend. Okay. Also immer schön Licht anmachen. Ja, ich hab's gesehen, Robert. Okay. Oh, eine Taschenlampe. Wie eine Taschenlampe. Ach, Leute, danke, dass du es gesagt hast. Das habe ich gar nicht gesehen. Und eine Maglite. Hundis? Wir sorgen ja für die Special No Effects. Batteries. Na Genau. super. Jetzt haben wir noch irgendwo Batterien in den Schubladen. Aber irgendwie können. Ah, doch, jetzt hier. Ich finde es verdammt schwer, die unterste zu treffen. Unterste Schublade hier. So. Okay. Dann heißt es aber auch, dass hier nichts mehr großartig ist. Wie ist es eigentlich, wenn mich das Viech jetzt erwischt oder sowas, bin ich dann weg oder speichere das irgendwie? Oder speichern wir hier in dem Raum immer jeweils? Aber wir waren doch schon überall, also wo könnten wir Batterien finden? Wo würdet ihr denn Batterien verstecken? Oder was heißt verstecken? Oh, das ist aber neu, oder? I've done some research. The records go way back to my mother's. I couldn't believe it at first, but it turns out she was great. Great grandmother. I don't know what she wants, but I do. Know that she has done some really bad things during her life. Remember, the light is her weakness. Also seine Großmutter ist quasi die Böse hier. Ah. Da waren doch eben Batterien drin, hast du es gesehen? Nee. Da, schau. Da. Ach, da! Ich hab mich jetzt ganz auf die Schublade Naja, ich auch, aber eben hatte ich diese geachtet. Markierung gesehen. Haben wir jetzt eine Batterie?
Wir haben doch jetzt eine Batterie und irgendwie ist es so grisselig. Heißt das, sie ist in der Nähe? Aber es grisselt nicht sehr. Also entweder ist sie weit weg. Oder. Würde ich aber auch sagen, machen wir hier eine kurze Pause und sehen uns dann gleich wieder. Ciao, ciao.